Geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Pack Opening. Ich habe hier ein bisschen Foot Draft gespielt und dadurch dann eben 16 Belohnungspack herausbekommen. Und falls ihr mehr Pack Openings sehen wollt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, das würde mich riesig freuen. Ihr könnt es hier schon sehen, ich habe nicht allzu oft gewonnen, um genau zu sein, habe ich genau einmal gewonnen und das ist nicht wirklich gut, aber die Gegner waren extrem stark und ja, hier haben wir auch ein paar Leihspieler-Sets und ja, insgesamt 16 Sets und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Pack. Ich habe gerade unabsichtlich ein Goldpack geöffnet, da war aber sowieso nichts drinnen und deswegen starten wir jetzt endlich rein mit dem allerersten Pack und das ist so ein Leihspieler-Set mit einem Spieler zwischen 80 und 85 und das dürfte Senyo sein. Das ist auf jeden Fall eine richtig kranke Karte, die wollte ich immer schon mal testen und deswegen stoßen wir den auch ab, weil der interessiert uns wirklich sehr und den, ja, den will auf jeden Fall jeder mal getestet haben. Senyo ist ein richtig kranker Spieler und das war natürlich Ironie für die, die es nicht verstanden haben, aber jetzt 85 bis 90, da könnten kranke Spieler drin sein. Vielleicht Ibra Sanchez ist auf jeden Fall nicht schlecht, den kann man auf jeden Fall mal testen und dann schauen wir uns direkt das nächste Pack an. Das nächste Pack ist wieder ein Leihspieler-Set und wir machen einfach mal ein Spin-Pack draus. Und ja, das ist mein erstes Spin-Pack in FIFA 16. Mein erstes Spin-Pack in meinem ganzen Leben und vielleicht bringt es uns ja Ibrahimovic. Hoppala, ich hau hier mein ganzes Mikrofon weg. Ihr werdet mich wahrscheinlich nicht gehört haben. Und ja, es lädt. Es lädt und wir spinnen uns und es bringt uns einfach nichts, weil es immer noch lädt und jetzt öffnet sich das Pack wieder und ich habe das Mikrofon schon wieder umgehauen und es ist Vital. Die Audioqualität ist wahrscheinlich richtig kacke bei diesem Pack und ja, ich sitze auch ganz bekrüppelt da. Verkrüppelt, nicht bekrüppelt. Ja, läuft bei mir. Und wir hören jetzt auf mit den Spasten-Moves und öffnen endlich das erste Gold-Set und haben dort Lindegaard drinnen. Ist auf jeden Fall ein sehr schlechter Tormann. Und da haben wir das nächste Pack mit Griezmann auf dem Cover und er bringt uns hoffentlich eine Rare-Karte. Aber wir bekommen nur den guten alten Wendt. Und da sind wir auch schon direkt bei den letzten 10 Packs angelangt und wir setzen einfach mal den Hut auf in der Hoffnung, dass uns der vielleicht ein bisschen Packluck bringt. Aguero befindet sich auf dem Cover und Aguero bringt uns einen Spieler namens El Amadi. Nächstes Pack wieder mit Aguero und es ist einfach mal ein ganz ruhiges Pack. Adler. Und das Pack wird ein Stand-Up and Sit-Down Pack. Das habe ich gerade erfunden. Hopp! Und wir ziehen nur Gordon. Ich denke, das hat sehr, sehr behindert ausgesehen. Ja, Freunde, wir kommen jetzt schon zu den etwas besseren Sets. Hier haben wir ein Premium-Gold-Set am Start. Und ich erfinde jetzt schon wieder ein neues Pack. Und zwar ist das das Ich-laufe-durch-die-Kamera-Pack. Und das werden wir jetzt erstmal ausprobieren. Hat uns leider kein Glück gebracht. Und jetzt kommt ein Pack, das ist zwar keine Neuerfindung von mir, aber es haben viele andere YouTuber schon gemacht, ein Selfie-Pack. Ich wollte es einfach auch mal ausprobieren und hoffen, dass es uns vielleicht mal Glück bringt. Oder wir schauen einfach mal, dass es uns Glück bringt. Man erkennt genau gar nichts. Ich weiß gar nicht, was wir gezogen haben. Bernd Leno ist eine richtig starke Karte. Der ist über 15k wert oder über 10k auf jeden Fall. Schauen wir einfach mal rein, was der so wert ist. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. 27.500 und er geht für 10.000 Münzen. Ja gut, 9.000 Münzen ungefähr. Denn gerade ist Foot United da und deswegen sind die Spieler allgemein alle etwas günstiger und ich denke, den behalte ich und verkaufe ihn später und da wird er auf jeden Fall locker 10k wert sein. So guys, now we open a loan pack and we are gonna get Vidal again and it's a duplicate and duplicate, I have no idea and so we can't use him, can't use him, yeah, because, yeah, it's, oh, it's a new function here, a new Funktion, oh my god. Oh my god, I didn't know that, man. I didn't know it. Wir hatten gerade eine Englischschularbeit vor ungefähr einer Woche. Und ich denke, es ist nicht so gut gelaufen. Und das konnte man hier an meinen Englischkenntnissen auf jeden Fall auch bemerken. Wir kommen zu den besten Packs. Zu den besten 4 Packs, die wir heute öffnen werden. Und da ist auf jeden Fall das Jumbo Premium Goldset, das allererste Pack. Aguero befindet sich auf dem Cover und er bringt uns Jones Bradley. Ich habe keine Ahnung, Bradley ist auf jeden Fall nicht so gut. Hier haben wir aber noch Husbeck. Der hat 86 Tempo, könnte vielleicht für 600 Münzen gehen und geht auf jeden Fall nicht für 600 Münzen, sondern für weniger. Sonst haben wir keine geilen Spieler dabei. Das drittletzte Pack wird zu einem Dixo-Pack umgewandelt und wir öffnen das Ganze mit dem Dixo, schmeißen es dann auch direkt weg und wir bekommen in diese Pack, wir bekommen Boateng Mertesacker, oh mein Gott.
und Chamberlain. Chamberlain ist ein bisschen was wert, den kann man auf jeden Fall mal verkaufen. Den stellen wir auch direkt rein, der geht so für 2000 Münzen, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mertesacker geht auch noch für 2k. Das Pack ist nicht das Beste, aber wenn man das Gefühl hat, man hat Boateng im Pack, dann ist es in der Relation dazu auf jeden Fall nicht so gut. Beim vorletzten Pack haben wir natürlich wieder ein Special Pack dabei, das ich gerade erst erfunden habe. Und das ist das Controller hat eine Brille auf Pack. Und das sieht ungefähr so aus. Sieht ziemlich nice aus. Wir öffnen das Pack, es ist ein 25k Pack. Setzen die Brille jetzt auch selbst auf und hoffen auf eine geile Karte. De Gea, bitte nein! Asenio, den haben wir ja schon als Leihspieler abgestoßen. Jetzt will er wieder in unserem Verein. Den lassen wir aber auf jeden Fall nicht in unserem Verein. Und ich hoffe nochmal, dass wir im 35k-Pack einen geilen Spieler ziehen. Das letzte Pack ist zwar auch ein Special Pack, aber dieses Special Pack hatten wir beim letzten Mal schon drinnen. Es hat uns damals leider kein Glück gebracht. Vielleicht bringt es uns aber jetzt Glück. Wir schauen einfach mal, ob uns der FIFA All-Stars Energy Glück bringt. Wir drücken drauf mit dem Energy Drink. Es ist das allerletzte Pack, das 35k-Pack. Und in diesem Pack ziehen wir, das kann kein guter sein. Es ist Diego Alves, Tormann von Brasilien. Da gibt es einfach keine richtig teuren. Der geht so ungefähr für 2.000, 3.000 Münzen. Dann haben wir Toprak noch im Pack, sonst keine geilen Spieler, leider. Und ja, alles in allem war das Pack ein bisschen erfolgreich. Mit Leno haben wir im Pack gehabt. Mertesacker, Chamberlain, es war nicht das beste Pack-Opening, aber für meine Verhältnisse war es auf jeden Fall nicht so schlecht. Im Moment habe ich einfach kein Pack-Lack. Der beste Spieler, den ich jemals gezogen habe, war einfach mal Sterling am Anfang vom FIFA 16. Da war er 50.000 Münzen wert, das habe ich aber nicht aufgezeichnet. Und ja, dann war es auch schon wieder mit dem Pack-Opening. Mich würde es freuen, wenn wir vielleicht 90 Daumen nach oben knacken würden. Und ja, dann verabschiede ich mich und sage euch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.